Hi, ich bin Jenny. Ich bin Wikipedia-Autorin. Du hast dich jetzt schon ein bisschen mit Wikipedia vertraut gemacht und möchtest einen Artikel anlegen? Ich werde dir zeigen, wie. Hier auf der Seite Artikelwünsche sind verschiedene Artikel aufgelistet, die in der Wikipedia noch nicht existieren. Ihr könnt runterscrollen und findet dann zum Beispiel in rot markiert die am häufigsten gewünschten Artikel. Ihr könnt euch natürlich auch selbst ein Thema überlegen, solltet aber nachschauen, ob dieser Artikel nicht doch schon existiert. Wenn du dich nun für ein Artikelthema entschieden hast, solltest du auf der Seite Relevanzkriterien nachschauen, ob dein Thema den Relevanzkriterien von Wikipedia entspricht. Ein Artikel schreiben nimmt immer sehr viel Zeit in Anspruch. Deswegen fange ich immer erst an, einen Artikel in meinen Benutzernamensraum anzulegen. Zuerst gehe ich auf meine Benutzerseite und klicke dann oben in die Betreffzeile und schreibe einen Schrägstrich und dahinter den Namen des Projektes, also den Namen von eurem Artikel, den ihr anlegen wollt. Ich schreibe jetzt zum Beispiel Artikeltest. Dann wird mir diese Seite angeboten und ich klicke auf Erstellen und schon kann ich loslegen. Du kannst deinen Artikel natürlich auch direkt anlegen. Ich würde dir allerdings empfehlen, dass du deinen Artikel erstmal im Benutzernamensraum speicherst. Hier kannst du nämlich noch Fehler machen und deine Zwischenschritte speichern. Wenn du den Artikel dann fertig hast, musst du ihn einfach nur noch an die richtige Stelle kopieren. Jeder Artikel beginnt mit einer kurzen Definition. Hier wird kurz gesagt, worum es geht. Danach im Inhaltsverzeichnis siehst du, in welche Themen und Bereiche der Artikel gegliedert ist. Wikipedia ist eine Enzyklopädie. Das heißt, alle Artikel folgen einer ähnlichen Struktur und sind relativ ähnlich aufgebaut. Wenn du also deinen eigenen Artikel anlegen möchtest, kannst du dich entweder an Formatvorlagen orientieren oder du schaust einfach bei anderen Artikeln und guckst, wie diese aufgebaut sind. Jeder Artikel in der Wikipedia muss mit Quellen belegt werden. Das solltest du auch tun. Dazu kannst du einfach am Ende deines Artikels unter Weblinks oder Einzelnachweise deine Quellen schreiben. So, jetzt können wir endlich anfangen zu schreiben. Dazu gehen wir einfach zurück zu unserer erstellten Formatvorlage und gliedern uns unseren Artikel schon mal in verschiedene Kapitel. Dann schreiben wir einfach los. Hier kannst du jetzt einfach anfangen zu schreiben. Ich habe einfach schon mal was vorbereitet und füge das ein. Es ist sehr wichtig, dass du jede Aussage, die du hinschreibst, auch belegst. Als Quellen kannst du zum Beispiel wissenschaftliche Artikel, Bücher oder Zeitungsartikel verwenden. Mit den Quellen können dann später andere besser nachvollziehen, woher du deine Infos hast. Wenn du eine Quelle einfügen möchtest, klickst du einfach an die Stelle, wo die Quelle eingefügt werden soll, und dann hier oben auf das Symbol. Dann gebe ich die Quelle ein, klicke auf Erzeugen, Einfügen und das war's. Aber nicht nur Quellen sind wichtig, sondern auch Links. Um ein Wort zu verlinken, klicke ich einfach darauf, um es zu markieren, klicke auf das Link-Symbol und jetzt werden mir verschiedene Möglichkeiten angeboten. London ist natürlich die Hauptstadt des Vereinigten Königreichs. Ich klicke rauf und es ist verlinkt. Das mache ich jetzt einfach mit allen Worten, die mir als wichtig erscheinen. Und so sieht das Ganze dann aus, wenn alles fertig ist. Ganz zum Schluss füge ich noch Kategorien hinzu, damit der Artikel später besser gefunden werden kann. Dazu klicke ich einfach hier oben auf die drei Balken, gehe auf Kategorien und kann jetzt hier einfach meine gewünschte Kategorie eintragen. Dann gehe ich auf Änderung speichern und schon habe ich eine Kategorie hinzugefügt. Wenn ich mit dem Artikel soweit zufrieden bin, klicke ich hier oben rechts einfach auf Änderung speichern. Jetzt muss ich den Artikel nur noch an die richtige Stelle in der Wikipedia verschieben, damit auch jeder ihn lesen kann. Dazu gehe ich einfach auf Mehr. Hier kann ich dann meinem Artikel einen neuen Namen geben. Und ich muss einen Grund angeben, warum ich meinen Artikel verschieben möchte. Und jetzt nur noch Seite verschieben. Fertig! Herzlichen Glückwunsch, du hast deinen ersten Artikel geschrieben. Ich freue mich, dass du bei der Wikipedia mitmachst und ich freue mich, dass du mitschreibst. Jetzt noch viel Spaß beim Editieren.